Wie schaffst du das mit der Organisation der Kinder und der Arbeit täglich? Hold right. Wir drehen so ein Q&A für YouTube. Wer klopft denn da? Wer klopft denn da? Die Stalker. Jetzt drehen wir ein bisschen und dann essen wir. Mami? So, ihr Lieben, jetzt sind alle am Start. Ravi und Welgen sind da und hier hinter mir habe ich schon unser Miniset aufgebaut. Da zeichnen wir gleich unser Q&A auf und ich freue mich. Okay. Ihr Lieben, ich freue mich total, dass ich endlich eure Fragen alle beantworten kann. Ich hatte ja dazu aufgerufen, mir das, was euch unter den Nägeln brennt, zuzuschicken und hätte nicht damit gerechnet, dass uns so viele Fragen erreichen. Mein Team hat das alles vorsortiert. Ich wollte auf keinen Fall die Fragen vorher sehen, so echt und authentisch und spontan wie möglich auf eure Fragen zu antworten. Also danke, danke für eure zahlreichen Fragen. Und aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir leider die Namen des Fragestellers jeweils nicht einblenden, aber ich bin sicher, ihr erkennt eure Frage und freut euch dann, wenn ich die jetzt gleich beantworten werde. Ich wiederum freue mich total, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Here we go. Mit der ersten Frage. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Mit welchen drei Worten würde ich mich beschreiben? Ich bin zielstrebig. Ich bin, glaube ich, ganz lustig, für alle, die mich privat kennen zumindest. Und ich bin ehrlich. Bin ich. Wirklich. Gibt es etwas, das du noch unbedingt erleben möchtest? Boah, ich möchte noch so viel erleben. Das meiste hat dummerweise, muss man sagen, in Corona-Zeiten mit Reisen zu tun. Ich bin ein Mensch, der unglaublich gerne reist, in fremden Ländern und Kulturen unterwegs ist und ich mag es, wenn ich irgendwo hinkomme und erstmal nichts schnalle, wenn ich mich durchschlagen muss, durchboxen muss, das Essen ausprobieren muss, so die ersten Wörter dieser neuen Sprache lernen muss. Ich liebe das. Und was möchte ich noch machen? Es gibt noch so ein, zwei Projekte, die sind eher beruflicher Natur, die ich gerne irgendwann mal umsetzen möchte. Und was ich mir ganz fest vorgenommen habe, und das mache ich eigentlich jetzt auch schon, ich will nur noch Menschen um mich herum haben, die eine positive Energie haben. Ich will keine Hater. I hate Hater. So, was ihr unbedingt sehen müsst, ist der Ravi, der wirklich alles farblich abgestimmt hat mit seinem Gimbal. T-Shirt, graue Gimbal. Mr. Camouflage. Du siehst super professionell aus. Thank you. You are so professional. Professional. Oh my God. So, geh jetzt wieder in dein Okay. Wovor hast du am meisten Angst? Wovor habe ich am meisten Angst? Dass ich mir selber untreu werde und nur noch irgendeinen Müll mache, auf den ich keine Lust habe. Nein, das mache ich nie eigentlich. Wovor habe ich Angst? Vor den Dingen, glaube ich, die alle von uns Angst haben. Ich habe Angst vor Kriegen, ich habe Angst davor, dass unwichtige Dinge wichtig werden in der Gesellschaft und so. Und man hat als Mutter immer irgendwie Angst um seine Kinder. Ich will eigentlich gar nicht so ängstlich sein. Ich glaube auch, dass ich eine ganz coole Mama bin, aber trotzdem bin ich halt auch so ein bisschen eine türkische Mama und wir sind alle so ein bisschen overprotective. Das heißt, den ganzen Tag, oh Gott, der fällt gleich runter. Oh mein Gott, der macht dies, der macht das. Aber eins will ich trotzdem festhalten, ich lasse mich nicht von Ängsten leiten. Es gibt viele Sachen, klar, vor denen ich Angst habe, aber die sind so ganz natürlich und im normalen Rahmen. Aber ansonsten bin ich eher jemand, der sehr positiv und energisch auf das Leben zugeht. Das Interessante ist, du hast tatsächlich automatisch auch die nächste Frage beantwortet. Übervorsorgliche Helikoptermutter oder Elefant? Okay, also das wäre die nächste Frage gewesen. Yeah. Ob ich eine Helikoptermom bin, wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ich habe ja schon ein bisschen was dazu gesagt bei der letzten Antwort. Aber ganz ehrlich, nö, ich glaube nicht. Also ich bin protective, was ich okay finde als Mutter. Ich gucke immer, dass alles passt, dass alles in Ordnung ist, dass meine Kinder irgendwo nicht darunter springen, wo sie sich definitiv ihr Genick brechen werden. Da passe ich natürlich schon auf, aber ich lasse ihnen ihre Freiräume und ich will, dass sie sich in ihrem Leben auch schon als Kind durchboxen. Sie müssen lernen, mit Widerständen umzugehen. Sie müssen lernen, dass wenn sie Mist bauen, es da Gegenwind gibt oder sie sich wehtun oder sonst auch. Aber
Ja, nö, overprotective, also Helikopter-Mom bin ich, glaube ich, nicht. Würde ich nicht sagen. Welche Musik hörst du privat am liebsten? Welche Musik? Ganz viele verschiedene Sachen. Ich mag, also bei uns läuft zu Hause den ganzen Tag Musik, nur wenn wir filmen nicht. Ich liebe jazzige Sounds, mag ich unglaublich gerne. Und ich mag aber auch ja, so Hip-Hop und Trap zwischendurch ganz gerne. Eine Zeit lang habe ich voll viel Klassik gehört, da bin ich jetzt aber raus. Es kommt sicher irgendwann wieder. Ich habe immer so Phasen, aber am meisten tatsächlich so jazzige, chillige Lounge-Sounds. Sowas. Wie schaffst du das mit der Organisation der Kinder und der Arbeit täglich? Puh, ich sag euch. ja, da kann wahrscheinlich jede Mutter ein Lied von singen. Es ist alles Organisation. Also das ist wirklich das A und O. Man kann nicht mehr wie früher sozusagen, als man noch keine Kinder hatte, einfach so in den Tag hineinleben. Es ist alles durchgeplant, es ist alles durchorganisiert. Und ich bin ja auch nicht alleine, wir sind zu zweit, wir teilen uns mit meinem Mann Julian immer alles ganz gut auf. Er ist immer wieder in Wien, dann auch mal ein paar Tage länger und das sind die Tage, die für mich dann ein bisschen anstrengender sind. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und mache mich fertig, dann muss ich mich erstmal um mein kleines Schulkind kümmern und wenn der in der Schule ist, ist Eli dran, der in die Kita dann kommt und dann so die Vormittage sind so, ist der Zeitraum, wo ich mich um meine eigenen Sachen kümmern kann, egal ob es der Sport ist oder Homeoffice, E-Mails schreiben, Post bearbeiten, all solche Sachen. Und ab dem Nachmittag geht dann schon eigentlich wieder der Stress mit Haushalt, Einkaufen, Kinder abholen. Und ja, wir haben eine ganz liebe Babysitterin, die mich unterstützt, wenn ich Phasen habe, in denen ich viel arbeiten muss. Dann habe ich eine sehr, sehr hilfsbereite Familie, meine Schwester, die zeige ich euch gleich mal, die übernimmt auch immer wieder das Babysitting. Meine Mutter, wenn sie dann da ist und nicht in der Türkei gerade ist, passt dann auch schon mal auf die Kinder auf. Wobei meine beiden Kinder sehr temperamentvoll sind. Also meine Mutter ist nach 2 Stunden platt, also das versuche ich ihr nicht ganz so oft anzutun. Aber es ist schon viel. Und ich bin abends hundemüde, fall platt ins Bett und danach geht wirklich gar nichts mehr. Also man muss auf ein paar Sachen verzichten. Also so Nightlife, groß ausgehen und so ist nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aber ich brauche das auch nicht so. Daher ist es alles okay. Weißwein oder Rotwein? Das ist meine Lieblingsfrage. Rotwein. Rotwein ist doch der Wein der Kreativen. Rotwein ist ein wunderbares Getränk, weil man davon halt nicht direkt so hackendicht ist, sondern gemütlich, einfach bei guten Gesprächen, wenn ich Freunde zum Essen treffe, ein gutes Essen habe oder ein gutes Buch anfange oder so, trinke ich gerne mal einen Schluck Rotwein dazu. Hallo. Ich habe nichts bestellt, wirklich. Das sind neue Schuhe für die Kinder. Sie brauchen Herbstschuhe. Die wachsen aus allem raus. Ja, ja. Wie bist du zum Fernsehen gekommen? Oh, habt ihr Zeit? Wie bin ich zum Fernsehen gekommen? Long, long story. But I cut it short. Ich wollte tatsächlich schon immer was mit Medien machen, habe während der Abi-Zeit überlegt, was das sein kann. Ich hatte nie daran gedacht, vor der Kamera zu stehen, weil ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der gerne irgendwie in der Öffentlichkeit steht oder vor tausenden Leuten redet und so. Wenn mir das einer gesagt hätte, als kleines Kind oder als Jugendliche, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass das Spaß macht und habe mich eigentlich nur beim Fernsehen beworben, weil das die Voraussetzung, also ein Praktikum bei irgendeinem Medium war die Voraussetzung für ein von mir angestrebtes Studium. Das mit dem Studium hat dann nicht geklappt, aber beim Fernsehen kam dann eins nach dem anderen. Ich habe bei Viva angefangen, dann bei RTL Nord in Hamburg als Wettermoderatorin und habe wirklich alles Mögliche schon moderiert in den ganzen Jahren. Und mir fällt gerade ein, wenn ihr Bock habt, das mal zu sehen, den gesamten Werdegang, das soll ich mal im Archiv rumwühlen, oh mein Gott, was es da alles gibt. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Also, schreibt bitte, liked, kommentiert, macht, tut alles Mögliche. Sagt mir Bescheid, ob ihr das mal sehen möchtet. Wie ernährst du dich und wie bringst du es mit dem Familienessen zusammen?
Ernährung. Sehr wichtiges Thema. Ich bin jemand, der sehr bewusst sich ernährt. Also ich kaufe nicht einfach irgendwas ein. Das ist in den letzten Jahren auch viel, viel intensiver geworden. Ich kaufe ausschließlich Bio, vor allem wenn es um Fleisch geht. Ich esse sehr wenig Fleisch. Ich schaffe es nicht ganz darauf zu verzichten. Ich habe schon ein paar Anläufe genommen, mich vegetarisch zu ernähren, aber mit der türkischen Küche, vor allem wenn man so aufwächst, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein bisschen schwer. Aber ich einmal im Monat, zweimal im Monat esse ich Fleisch vielleicht. Und ich kaufe jeden Tag frisch ein. Ich achte bei meinen Kids auch darauf, dass sie nie irgendwie fertig Essen vorgesetzt bekommen, egal wie wenig Zeit ich habe. Und wenn ich einen Abend vorher vorkochen muss, dann bereite ich das eben vor. Für mich ist Ernährung nicht irgendwas, wo man satt wird, sondern ich glaube fest daran, dass wir gut auf uns aufpassen müssen. Wir haben nur einen Körper und gerade bei Kindern ist es voll wichtig, was wir in sie hineinstopfen, damit sie einfach gesund aufwachsen, auch wissen, woher kommen die Lebensmittel und so weiter. Ich weiß nicht, mir ist das alles irgendwie total wichtig. Also ich koche jeden Tag frisch. Ich bin aber jetzt auch nicht die großartige, göttliche Köchin. Ich kann so ein paar Sachen ganz gut. Mein Brathuhn ist wirklich fantastisch. Wollt ihr das auch mal sehen? Keiner will meinen Brathuhn sehen. Aber vielleicht machen wir mal ein Food-Thema. Auch da bitte Bescheid sagen, wenn ihr mal wissen wollt, was ich so täglich koche, wie ich koche. Es ist relativ unspektakulär, aber es ist irgendwie immer gut und gesund. Also wenn das ein Thema ist, das euch interessiert, please tell me. Welche Begegnung mit einer prominenten Persönlichkeit hat dich besonders geprägt? Oh, da gab es einige. Also meistens waren es Schauspieler. Ich habe vor 100 Jahren gefühlt mal die Sendung Formel Exklusiv moderiert. Das war so die rundherum Berichterstattung um die Formel 1 Rennen. Das heißt, wir sind überall dorthin gereist, wo die Formel 1 Rennen stattgefunden haben und haben dort entweder Locals getroffen, die coole Geschichten haben, oder Prominente, die vor Ort sind und da leben. Und unter anderem habe ich einmal Mario Adorf, den Schauspieler, interviewt. Den fand ich mega spannend. Eine Legende für alle, die ihn nicht kennen. Ganz bekannter deutscher Schauspieler. Und für mich eine sensationell tolle Begegnung, weil ich ein Riesenfan von ihr bin. Penelope Cruz. Die hat mich unglaublich beeindruckt. Erstens sieht sie in natura noch viel besser aus als im Film. Ich meine, die ist so schön. Oh mein Gott, ist die schön. Und sie war unglaublich tough. Ich werde nicht vergessen, wie meine beste Freundin dann da hingegangen ist. Sie so, Hase, ich muss unbedingt ein Foto mit Penelope Cruz haben. Und dann ist sie dahin gerannt und hat sich neben sie gesetzt. Und man hat gemerkt, dass Penelope Cruz eigentlich ein bisschen gestresst war, weil sie 1 Million Interviews an dem Tag gegeben hat. Und sie hat das Foto aber trotzdem gemacht, hochprofessionell. Aber das war so eine Situation, die so ein bisschen schräg war. Aber abgesehen davon, wahnsinnig coole Frau und unglaublich tolle Schauspielerin, eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen. Und das ist für mich dann so ein echt geiler Fan-Moment gewesen, sie einmal da live zu erleben in dem Interview. Kaufst du oft Klamotten oder legst du Wert auf Nachhaltigkeit? Ich arbeite stark an dem Thema Nachhaltigkeit. Wir haben da ja auch schon 1-2 Geschichten mit Svenja, meiner Stylistin, gemacht. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, wie man seinen Kleiderschrank so ein bisschen upcyclen kann. Ich finde, dass das ein Thema ist, an dem wir alle nicht mehr vorbeikommen, weil dieses Kaufen, 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 ja, es macht Spaß, ich bin ja selber so ein Shopping-Victim, aber wenn man sich einmal vergegenwärtigt, wo das alles herkommt, wie es produziert wird und wo es hingeht, dann ist das eigentlich nicht mehr in Ordnung so. Ich glaube, dass wir alle an unserem Kaufverhalten, vor allem wir Frauen, daran arbeiten müssen. Daher kaufe ich eigentlich immer nachhaltiger ein, ich versuche viel weniger einzukaufen, also wenn es so ein paar Trendpieces gibt, die gerade einfach voll angesagt sind, dann gönne ich mir mal 1-2 Sachen, um irgendeinen Trend mitzumachen, aber ich kaufe nicht mehr alles Mögliche, was ich sehe. Also eine Zeit lang war das ganz schlimm, dass ich dachte, das will ich haben, das will ich haben, das will ich haben. Und ich finde das ein bisschen problematisch. Inzwischen gucke ich, dass ich Hochwertigeres einkaufe, viel weniger einkaufe, dann kostet es mich in dem Moment vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür kaufe ich dann 10 Teile weniger und das gleicht sich dann irgendwie am Ende wieder aus. Und also ich mache jetzt auch nicht alles richtig, es gibt sicher Leute, die viel, viel weniger einkaufen als ich, aber ich arbeite dran. I swear. Kochst du jeden Tag selber oder werdet ihr bekocht? Ich habe natürlich einen Koch, der jeden Tag für mich ein 3-Gänge-Menü serviert.
Ayurveda, ne? Ist die Frage jetzt ernst gemeint? Nein, um Gottes Willen. Also, oh mein Gott, wäre das schön. Also, ich werde dann bekocht, weil meine Mutter, meine Eltern sind ein halbes Jahr in der Türkei, ein halbes Jahr in Deutschland. Wenn meine Eltern da sind, werde ich jeden zweiten Tag von meiner Mutter bekocht. Das ist natürlich herrlich, das ist super. Aber nein, wir kochen, also wir wechseln uns da mit meinem Mann ab. Mein Mann ist der bessere Koch, definitiv, das muss ich mal sagen. Und aber ich koche natürlich jeden Tag selber, das schon. Und fast alles schmeckt den Kindern auch. Fast alles. Es muss aber immer alles jeden Tag gleich aussehen. Wehe, ich wage es, irgendwelche Kräuter einzusetzen, die sie noch nie probiert haben. Ich darf das Korn für Korn wieder alles aussortieren. Ja, du lachst, das ist wirklich so. Nudeln schon gespült und so, mit heißem Wasser abgespült, weil die Soße so war, wie sie sonst nicht aussieht. Hast du eine Abendroutine? Ja, definitiv. Also ich bin abends, wie ich schon erwähnt habe, echt immer ziemlich K.O., wenn die Kinder im Bett liegen. Ich habe das Gefühl, dann schon irgendwie nicht einen 10-, sondern einen 20-Stunden-Tag hinter mir zu haben. Und was ich mache, ist, ich muss irgendwie erstmal alles clean haben und dann dieses wunderbare Geräusch der Spülmaschine hören. Das ist so mein Feierabendgeräusch. Und also entweder schaue ich mir dann noch irgendeine Serie an oder ich chille in meinem Wintergarten. I love my Wintergarten very much. Und nehme mir dann ein Getränk und ein gutes Buch. Oder ich höre dann nur Musik. Oder ich daddel ein bisschen durch die Gegend. Oder ich telefoniere mit einer Freundin. Aber mein Wintergarten ist so die absolute Ruheoase. Und ja, oder wenn ich halt ein bisschen Lust habe, berieselt zu werden, schmeiße ich mich einfach aufs Sofa. Ganz simpel. Und schaue mir irgendeine coole Serie an. Ich bin leidenschaftliche Serienguckerin. Aber jetzt groß weggehen, rausgehen, irgendwas Besonderes, nicht. Manchmal mache ich am Abend noch zum Entspannen Yoga, aber dann kein Power-Yoga mehr, kein Krafttraining in dem Sinne, sondern einfach irgendwie Muskeln einmal so durchbewegen, Knochen durchbewegen und dann kann ich auch besser schlafen. Was würdest du der Jugend empfehlen? Was würde ich der Jugend empfehlen? Das ist ja eine süße Frage. Also erstens fühle ich mich gerade wie 70. Nein, ich finde das wirklich eine süße Frage, weil ja, ich glaube, so viele junge Mädels und Jungs leben gerade in einer Zeit, die echt voll herausfordernd ist. Ich meine, das ganze Social-Media-Ding, es macht alles total viel Spaß, aber man lebt ja so in zwei Welten und dann der ganze Corona-Kram, der uns gerade alle in Atem hält, ist auch eine herausfordernde Zeit. Ich kann nur raten, dass man einerseits im Hier und Jetzt lebt und wirklich das Leben genießt, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen nach vorne schaut und sich ein bisschen mehr auch für das Weltgeschehen interessiert, weil viele Dinge da draußen so sind, wie sie ja meiner Meinung nach nicht richtig sind. Es gibt viele Ungerechtigkeiten und ich finde es total cool, dass es so Movements gibt wie Fridays for Future, also echt krasse junge Leute, die sich für etwas einsetzen, die sich denken, boah, die haben irgendwie alles falsch gemacht und wir wollen das anders haben, wir wollen in einer anderen Welt leben. Ich finde das voll mutig, total cool und das zeigt auch, dass man echt einfach was bewegen kann, wenn man die Power und den Mut hat, sich für seine Interessen einzusetzen. Und vielleicht noch ein kleiner Karrieretipp oder so, dass man unglaublich durchhaltend sein muss. Klar gibt es immer Karrieren, wo Leute von heute auf morgen durchstarten und dann plötzlich überall sind und so weiter. Aber langfristig etwas zu machen, was einen zufriedenstellt und wo man wirklich dann da so ankommt, wo man ankommen will, das erfordert unglaublich viel Power, also Ausdauer. Daher durchhalten. Durchhalten und an euch glauben. Träumst du deutsch oder türkisch? Gute Frage. In welcher Sprache träume ich eigentlich? Es ist ja immer alles so abstrakt in den Träumen. Ich glaube in beiden Sprachen, weil ich in beiden Sprachen zu Hause bin, komplett zweisprachig aufgewachsen, also nicht erst das eine, dann das andere gelernt. Ich glaube, wenn ich mich ja so an das erinnere, was ich träume, ein bisschen mehr Deutsch, aber ansonsten sind ja die Bilder viel, viel stärker in Träumen. Man spricht ja da nicht so viel, es passiert immer so viel. Dann spürt man ja immer so, dass Personen da sind, obwohl man sie nicht sieht, weiß man, dass sie da sind und so. Alles ein bisschen crazy, aber in beiden Sprachen, um die Frage zu beantworten. Und ich glaube, ein bisschen mehr Deutsch. Wie gehst du mit negativen Gedanken um?
Ah, negative Gedanken sind ein echter Pain in the ass. Ich glaube, von negativen Gedanken kann sich keiner so ganz freisprechen. Ich höre total oft immer die gegenteilige Frage, wie schafft man es, immer so gut gelaunt zu sein, immer so happy zu sein, immer so positiv zu sein und so. Das ist natürlich bei mir auch nicht immer so. Auch ich habe total oft negative Gedanken, Zukunftsängste, Sachen, die ich mir zum Ziel gesetzt habe und sie nicht erreicht habe. Oder mal auch so Orientierungslosigkeit, wo man denkt, ah, ist alles so, geht das in die Richtung, wie ich das haben will oder nicht. Oder auch negative Menschen, die einen mit ihren negativen Gedanken beeinflussen. Das findet auch alles in meinem Leben statt. Also nicht, dass ihr denkt, es ist immer so alles easy going, überhaupt nicht. Aber man kann sich immer für etwas entscheiden. Man kann sich entweder dafür entscheiden, zu sagen, es ist alles so schlimm, ich schließe mich zu Hause ein, mache mich komplett fertig und will nichts mehr von der Welt da draußen wissen. Oder man entscheidet sich dafür zu sagen, okay, shit, das war so nicht geplant und das macht mich jetzt echt fertig, aber ich hole jetzt mal 3 Tage rum und dann krempel ich die Ärmel hoch. Und so ein Typ bin ich eher. Also ich lasse, wenn etwas Schlimmes in meinem Leben passiert oder etwas, was ich einfach nicht beeinflussen kann, aber nicht möchte, dann setze ich mich damit auseinander und dann bin ich 2-3 Tage abgefuckt und dann entscheide ich mich aber immer dafür, wieder positiv zu denken. Beschäftige mich mit anderen Gedanken, quatsche mit Leuten darüber und gehe das ganz aktiv. Ich habe dann wirklich so einen Masterplan. Ich sage dann, okay, wie kann ich diese Situation ändern und gehe das dann Stück für Stück an. Je nachdem, wie groß dieses Problem ist, kann es dann natürlich auch schon mal Monate dauern. Aber so im Alltäglichen kriege ich eigentlich immer meine Gedanken ins Positive durchgeswitcht. Ich hab auch schon in Sendungen fix und fertig gestanden, weil irgendwas gerade passiert war an dem Tag, was richtig, richtig ätzend war und ihr habt es nicht gemerkt. Positiv denken. Jetzt kommt persönlich meine liebste Frage. Mhm. Was ist deine größte Macke? Meine größte Macke? Oh mein Gott, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ich habe so viele Macken. Ask my family. Die größte ist, ich bin unfassbar ungeduldig. Ich bin der ungeduldigste Mensch auf diesem Planeten. Als Autofahrer. Boah, beim Autofahren. Mich macht das krank, wenn die Leute, wenn irgendwo was ein Hindernis ist und man kommt nicht voran, okay. Aber wenn kein Hindernis ist und keiner fährt, macht mich das wahnsinnig. Genauso an der Supermarktkasse. Oder das Schlimmste ist, dass ich immer alles so schnell mache und das von meinem Umfeld dann erwarte. Und ich stresse meine Mitmenschen dadurch, ich stresse sogar meine Kinder dadurch. Manchmal sage ich dann, na komm, schnell, schnell, schnell anziehen und jetzt auf und zack und raus und jetzt gehen wir dahin. Und dann schreien mich meine Kinder manchmal schon und sagen, ich mache das jetzt nicht schnell, ich mache das jetzt ganz normal. Und ich denke, ja, oh Gott, der arme Kleine hat recht, ich darf die nicht so stressen. Aber ich bin es einfach gewohnt, in einen Tag immer so viele Sachen reinzupacken und die dann abzuarbeiten. Und ich empfinde das einfach nicht als negativ oder nicht als Stress, sondern ich bin einfach so. Ich will das dann einfach schaffen und mache alles sehr schnell und daher bin ich, was mir sehr leid tut, mea culpa, auch manchmal Freunden und meiner Familie gegenüber so stressig und pushe dann immer alles. Das ist wirklich eine Eigenschaft, an der ich auch arbeiten muss, die nicht schön ist. Und welche Macke habe ich noch? Es geht eigentlich, das ist die schlimmste Macke. Oder? Belgien? Die reicht schon. Die umfasst alle möglichen Lebensbereiche. Ja, es reicht echt. Das als Macke reicht wirklich. Es sind bestimmt noch viele andere. Vielleicht fallen sie mir noch ein, dann werde ich das nachher noch mit einschleusen. Aber das ist schlimm. Was bedeutet für dich Glück? Oh, ey, ihr stellt ja Fragen. Ich bin echt baff. Was bedeutet für mich Glück? Glück ist, dass man erstmal zufrieden ist mit sich selbst. Also Glück ist schon mal nichts Materielles. Kein Geld der Welt, kein schönes Haus, keine Ahnung, was kann dich glücklich machen, wenn du innerlich unzufrieden bist mit dir selber. Das heißt, du musst wirklich erstmal für dich selber herausfinden, was will ich, was erwarte ich vom Leben und was davon kann ich umsetzen. Und ich beneide Menschen, die so komplett ausgeglichen sind und so selbstzufrieden sind. Ich gebe zu, es ist bei mir nicht immer der Fall, aber ich schätze mich als sehr, sehr glücklichen Menschen. Und für mich ist natürlich, wenn ich jetzt mal von mir selber weggehe und mein Umfeld betrachte,
für mich ist das pure Glück, meine Kinder zu sehen. Also, dass sie da sind. Ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wie ein Leben ohne meine Kids wäre. Und für mich ist es das pure Glück, wenn einer von ihnen wieder irgendwas Neues dazulernt. Wenn der eine gerade schreiben lernt, als der Kleine zum ersten Mal ohne Unterstützung Fahrrad gefahren ist. Solche Momente sind für mich das pure Glück. Manchmal ist es aber auch einfach, weiß ich nicht, man reist an einen schönen Ort und hat eine unfassbar schöne Aussicht auf das endlose Meer. Und dieser Spot ist einfach so schön. In so einem Moment empfinde ich auch das pure Glück. Also Glück ist für mich, das sind zum einen einzelne tolle Momente. Und das große Glück ist, dass man innerlich einfach angekommen ist und nicht ewig auf der Suche ist nach noch mehr und noch geiler und noch cooler, sondern einfach mit dem Ist-Zustand happy ist. Das ist für mich Glück. Und wie seid ihr glücklich? Was bedeutet es für euch? Kommentiert mal, würde mich jetzt umgekehrt echt sehr interessieren. Ihr Lieben, die letzte Frage, die war doch wirklich eine schöne Schlussfrage. Ich danke euch für die zahlreichen Fragen, die ihr mir zugeschickt habt. Das hat total viel Spaß gemacht. Wir machen das bestimmt bald irgendwie nochmal. Ich freue mich wiederum auf eure Kommentare. Bin gespannt, was für Fragen dann noch kommen oder was ihr zu meinen Antworten sagt, ob die zufriedenstellend waren für euch. Und ich freue mich natürlich auch total, wenn ihr meinen Kanal liked und abonniert. Dankeschön. Have a nice day. Bis zum nächsten Mal.